Hallo und willkommen zu meinem ersten Star Citizen Video. Ich selbst bin Anfänger in Star Citizen und möchte euch in diesem Video zeigen, wie ich sehr viel Geld verdiene. Es handelt sich aktuell um einen Bug in der Version 3.22.1, der mit Sicherheit in Zukunft gefixt wird mit einem Patch. Wenn ihr also noch davon profitieren wollt, müsst ihr euch doch etwas ranmachen. Los geht's. Ihr könnt diese Methode in jedem Schiff machen, egal ob ihr da eine Kata nehmt, eine Avenger Titan oder eine Aurora. Es geht in jedem Schiff. Als erstes müsst ihr in der Gegend von Crusader sein. Ich bin jetzt hier auf der Grimhex, auf dem Stützpunkt, und die meisten Missionen werden sich um Jela drehen. Dafür öffnen wir jetzt den Contracts Manager. Gehen auf Personal und unter Salvage. Da haben wir immer hier unten diese Missionen, Clean-Up-Missionen. Es geht eigentlich mit jeder Clean-Up-Mission. Zum Beispiel hier bei der Cutlass verdient man 80.000 Alpha UEC. Aber bei der Hammerhead zum Beispiel 250.000 USC. Wir nehmen die jetzt hier an. Und sehen uns dann gleich draußen wieder. So, jetzt sind wir draußen vor der Grimhex und sehen da unser Ziel, die Aegis Hammerhead, auf etwas über 1000 Kilometern. Um jetzt anzufangen, gehen wir erstmal in den Quantum Drive und fliegen zu Yela hin. Das ist wichtig, weil bei den Missionen können Gegner spawnen. So, jetzt sehen wir hier, die ist auf 936 Kilometern. Jetzt wählen wir den Punkt, der hinter dem Planeten liegt, auf der anderen Seite. Das sieht man daran, dass die Umrandung gestrichelt ist. Springen jetzt dahin. So, jetzt haben wir den Punkt erreicht und suchen uns die Hammerhead. Und jetzt können wir von hier zur Hammerhead springen. Weshalb wir den Zwischenpunkt genommen haben, ist, weil dann keine Gegner spawnen. Bislang sind jetzt keine Gegner gespawnt, wenn wir auf die Seite gesprungen sind. So, jetzt hat sich die Quest aktualisiert und wir sehen hier die Hammerhead. Jetzt fliegen wir mal zu der rüber. Wir fliegen auch gleich hinter die Hammerhead, denn wir müssen in die Hammerhead rein. So, bleiben wir hier. Wir schalten den Motor aus. Dann verlassen wir das Schiff. So, jetzt fliegen wir hier zu diesem Docking Collar hin und öffnen das. Noch Open Door. Weiter rein. Auch hier auf Open Door. Und dann können wir hier rein.
Gehen auch hier rein. Gehen hier gerade durch. So, jetzt müsste hier der Aufzug unten sein. Da können wir einfach hier ein bisschen an der Ecke, damit wir uns nicht zu sehr wehtun. So, dann geht hier die Tür auf und wir sind im Cockpit der Hammerhead drin. Jetzt sehr wichtig, wir steigen auf den Pilotensitz. Dann drücken wir U und schauen, ob das Schiff startet. Das wird es wahrscheinlich nicht machen. So, und jetzt kommt der wichtige Teil. Wir drücken F und die rechte Maustaste, damit dieses Rad öffnet. Und dann drücken wir auf Doors Open All. Also alle Türen öffnen. Dann verlassen wir den Pilotensitz. Und schauen gleich nach, ob alle Türen geöffnet sind. Nehmen wieder den Aufzug nach oben. Also. Ja, gut. Dann nehmen wir die Leiter nach oben. Gehen hier raus. Dann müssen hier auf den Seiten. Wo war das hier? Wie gesagt, ich bin auch Anfänger. Muss man sehen, dass hier alle Luken geöffnet sind. Das ist halt der wichtige Teil. Wenn das der Fall ist, geht's zurück zu unserem Schiff. Wir steigen wieder ein. Wir öffnen wieder den Quantum Drive. Und wir suchen uns irgendeinen Punkt zum Hinspringen. Können auch wieder den Planeten nehmen, das ist sehr egal. Und dann springen wir zum Planeten. Was jetzt passiert ist, dass ein neues Schiff spawnen wird. Das genügt schon. Wir drehen um. Jetzt spawnt ein neues Schiff an dieser Quest-Location. Und das Schiff wird starten. So, wir suchen wieder die Hammerhead. Wo ist sie? Da unten fliegt wieder hin. Und wie ihr seht, bis jetzt sind nicht mal 10 Minuten von der Mission vergangen und ich habe mich noch verrannt im Schiff. Also, das geht schon sehr gut. Sehr schnell vor allem. Man kann 4 bis 5 dieser Missionen pro Stunde machen. Das gibt über 1 Million Alpha UC. So, da ist die neu gespawnte. Und wieder. Gehen wir nach hinten.
Schatzung schnell. Wieder hier hin. Die Engine aus. Das Schiff verlassen. So, und jetzt fliegen wir wieder hin. Öffnen wieder dieses Docking Collar. Öffnen die Tür. So, hier ist die Tür offen. Der Aufzug müsste oben sein. Genau. Wir fahren hinunter. Wir gehen auf den Pilotensitz. Jetzt drücken wir U. Dann drücken wir I und nichts passiert. Jetzt drücken wir nochmal U und das Schiff startet. So. Und wenn man sich jetzt die Mission anschaut, steht in dem Missionstext, wo steht's denn hier? Ja, hier. Entweder sollte man das Schiff abschleppen oder halt salvagen. Wir haben momentan noch kein Salvager-Schiff. Ich habe noch nicht genug Geld dafür. Das heißt, was wir jetzt machen, wir gehen in den Quantum Drive. Hier sind natürlich jetzt die Triebwerke kaputt. Dann suchen wir uns die Grimhex. Oder irgendeine andere Station, ist eigentlich egal. Die Grimhex. Ist eigentlich egal, welchen Punkt man nimmt. Wenn das Schiff nicht kaputt ist, kann man auch einfach zum Planeten springen oder sonst wohin. Nur mal hier zum Schauen. Momentan habe ich 475.000 Alpha UEC. Warten auf den Quantum Drive. So, und jetzt springen wir dahin. Und jetzt achtet auf die Mission oben. Complete. Einfach nur, weil wir weggesprungen sind, ist der Teil mit dem Abschleppen erfüllt und wir haben unsere 250.000 Alpha UEC bekommen. Mal hier nachschauen. 725.000 Alpha UEC. Und wie gesagt, diese Mission kann man jetzt sofort wieder annehmen. Und wenn wir jetzt zu den Contracts gehen, Personal, Salvage, steht hier eine neue Hammerhead. Und wieder 250.000 Alpha UEC. Wie gesagt, das geht auch mit der Cutlass. Mit der geht's auch, aber da sind es halt dann nur 80.000 Alpha UEC. Deshalb ist da die Hammerhead schon rentabler. So, ich hoffe, das Video war hilfreich. Seid euch bewusst, das ist ein Bug. Das wird gepatcht. Ich nutze es nur so lange, bis ich mein erstes größeres Schiff kaufen kann. Oder für mich nutzbares Schiff kaufen kann. Und ja, das war's. Danke fürs Zusehen und tschüss.